Hey und willkommen zur vierten Folge von Knights of Titania. Heute haben wir die 300 Abonnenten erreicht und natürlich ein dickes Dankeschön dafür und deshalb auch die Folge von heute. Ihr habt mal gesagt, es geht jetzt auf zur Waffenkammer. So ist es. Die wahrscheinlich irgendwo unterhalb ist. Okay. Ich habe genau keine Ahnung. Ich weiß aber nicht. Ich nehme mal an. Das schaut schon mal gut aus. Warte, das sagt mir was. Hier ist das echt gruselig. Ich bin der Mr. Green, gell? Ich bin der Rote. Und der Blau. Jump and Run, wer liebt das denn? Wo ist die Treppe bergauf, Alter? Wo ist die Treppe bergauf? Oh, zu geil. Oh, die ist einmal so ein gutes Rotten Flash. Na, ab geht's, schaut's nicht gut aus. Nein! Ah ja, das ist kein Highlight am Anfang. Highlight. Ein Jump and Run zu Beginn der Folge. Perfekt. Also ich kann euch immer sagen, es ist schön auf der anderen Seite. Ja, ist auch. Ja, es ist doch komplett anderes. Hab ich das? Ja, da, sieh. Da fühle ich mich anders. Ja, ich komme immer so weit, guck ich. Ja, Philipp hat anders. Wenn ich mir so kurz anschaue. Ah, der eine Sprung. Ich glaube, ich hab sogar das leichteste, Alter. Ich? Nein, ich. Und wo? Ist da komme ich nicht um. Ja, zum ersten Mal. Ja, okay, jetzt aber geschenkt, da, Philipp. Hä? Guck, ich schaff den Champion. Ja, den da. Warte, ich kann mal schauen. Was für ein? Gender. 3 Uhr 28 nachts. Ah. Legendäre Abschmierung. Ich schau da mal ein bisschen weiter. Achso, bist du cool? Lord. Erster Schuss. Lord. So ein Heim. Alter. Ja, bis gleich. Jetzt kommt so ein Riesenparcours. Ah, oh, saugeil. Ich muss unbedingt weiter tun, ich möchte weitergehen. Es ist ja zu geil. Alter. Ich schaff den um die Ecken jumpen. Na, hab ich das hingemacht? Ich muss das kurz reparieren. Das kommt nochmal in die Aufnahme. Na, sag mir, dass ich das jetzt hingemacht hab. Das war saugeil. Cookie? Aber ich hab kein Backup, ne? Ja, Aufnahme habe ich sie. Ich muss echt erzählen. Aber das ist saugeil. 6,5 Stunden später. So, nach einer halben Ewigkeit haben wir es dann alle geschafft, gell? Yay! Yeah. Yo! War das? Geht's nicht nach links, bleibt's aber auf der rechten Seite. Schaut's nicht um mich nach links. Okay. Spoiler-Alarm. Ja, ich muss euch da noch eine Geschichte dazu erzählen. Ja, Alex, liest du. Ich habe hier ein ungutes Gefühl. Passt auf euch auf. Hier kannst du ein Spiel speichern und später fortsetzen. Ah. Also, oh ja, Checkpoint. Wo? Achso, wenn ich da drauf gehe? Ja. Ich glaube, das kann ich. Ja, okay. Und was kann man mit dem Villager? Achso. Jetzt passt auf. Ihr müsst euch da Boden eindenken, gell? Ja. Ich nichts an, wollte da mal reinschauen, was los ist. Geh so vor und bleib aber stehen, meine zweite Gernwolt, gell? Habe ich die Ding natürlich nicht gesehen und auf einmal geht der ganze Boden weg und das ist das nächste Jump and Run. Yay! Saugeil. Oh. Ja, ich bin so schuld, warum bist du so voreilig? Ja, ich hab mir gedacht, heute mach ich es mal wieder auf der Schnelle. Die schnelle Variante. Vielleicht ein Schrägkopf. Hä? Hey, komm nicht einmal von der Leiter zum Spawn. Zum Beginn, besser gesagt.
Bruder, hört ihr es? Das macht mir Angst. War das die ganze Kunst, dass nur da drüber kommst? Nein, kannst du einfach durch, immer gerne, oder? Oder kommst du nicht auf? Was? Da kommt tief. Kommt da oben auf? Nein, ich glaube nicht. Das ist ein 4er oder 5er Jump. Das schaffst du nicht. Nein, ich glaube nicht. Jetzt haben wir uns einen Jump Run einbildet, wo gar keiner ist. Ja. Mein Lieb. Oh. Oh, fight. Über Angel ist es gesund. Hey, der hat den Namen. Ja, wir gehen uns an, hätte ich gesagt. Die gehen irgendwie nicht drauf, oder da ist mal. Aber ich hab auch nicht hingemacht. Warte, lass mich mal kurz die Spezialfähigkeit ausprobieren. Geil ist. Das setzt das in Flammen los. So geil, Alter. Wir müssen viel mehr mit den Spezialfähigkeiten arbeiten. Das sind voll umgebaut. Ja, die Spezialfähigkeit ist echt gut. Warte, lass mal kurz, was steht da jetzt? Platziere den Faden. Ja, es waren 3 in der Kiste, na normal. Also. Wow. No Stress. Kann ich sonst irgendwas machen? Na, okay. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Passt, weiter. Aber ziemlich gruselige Atmosphäre da. Bücherei. Gehen wir Brot. Okay. Hey, cool. Da ist ein Pressure Plate und da ist wer. Ich gehe mal rauf. Hey, gut, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Der König hat mir bereits alles erzählt. Er hat extra für euch Ausrüstung hier gelassen, um euch auf eure Reise zu unterstützen. Folgt dem Weg Richtung Süden und ihr werdet zum bösen Schloss ankommen. Jo. Seit wann ist das ein böses Schloss? Ich habe eine Laufschuhe gekriegt. Ah, warte mal, richtige Farbe stimmt. Ja, ich muss. Mann. Ich hab Scissors gekriegt. Ich hab ein neues Ding krieg, oder? Neue Brust. Ich frage mich gerade, warum ich 2 Paar Schuhe habe. Ich hab nämlich keinen. Nein, Schuhe krieg. Okay. Ja, ich hab nur Schuhe gekriegt. Ich war schwer. Ah, ich hab 2 Leben dazu gekriegt, glaube ich. Ich kann jetzt 12 Leben haben. Wenn ich mein Schwert anhab, wenn ich ausgeholt habe, habe ich 6 Leben weniger. Also hat Schärfe 5. Was für ein Schwert. Ja, ich hab jetzt auf einmal halt ein paar Leben mehr. Ey, guck, ich frage mich gerade, ist mein Unterteil ist rot, oder? Moment. Ja. Du hast meine Hosen. Ja, gut. Ja, das ist es mal so. Hast du keine grüne Unterhosen? Nee. Ja, genau, das muss super sein. Nein, aber tatsächlich nicht. Was kann ich da aufspringen? War das nur so. Was von da hinten eigentlich noch, das ist noch weitergegangen? Achso, da haben wir so, okay. Ja, passt, dann weiter. Man kommt da aber irgendwie aufgekommen, wie fast vor. Nein. No. Da ist eine Kiste, da hat der Äpfel, der strafen wir mal rein. Ja. Okay, dann. Ich nehme einen Hebler. Coole Ausrüstung. Ja, ich hab mehr als genug zu messen. Ja, ich nehme einen Äpfel mit. Äpfel. Ich nehme natürlich alle einzeln mit, weil. Da steht schon ein Hebel bei der Tür, wenn man ankommt, nice. Ich glaube, der war gerade der Hebel, den wir gebracht hatten. Hier ist ein geheimer Gang. Folge ihm. Geheimen. Gehen wir links oder rechts? Links. Und was ist, wenn man rechts kann? Rechts kommt man nicht aus. Das ist ja schon tief. Also das ist ja. Ja, aber folgen wir den geheimen Gang, so wie es schon geheißen hat. Okay, das stimmt, ja. Machen wir die Tür da wieder zu. Wieso, was ist, wenn man von der anderen Seite kommt? Da kommen wir nie mehr raus. Ich hab einen Hebel mit, den ich noch nicht gebracht habe. Hier kannst du dein Spiel speichern und das wieder fortsetzen. Yay. Yay, speichern. Was ist jetzt los? Es ist mystisch. Egal, soll ich das Glühwürmchen darstellen? Hey, meine Brüder, nun seid ihr hier, nehmt das Boot und schwimmt drüber. Ich erwarte euch auf euch dann. Wenn du schon das Boot hast, dann kann ich dir auch schon erzählen, dass es hier irgendwo im Meer eine Schatzkiste gibt. Fragt sich nur wo. Viel Glück. Geh mal auf Schatzkisten suche, wo ist denn das Boot? Der Karten droppt und ja, man sieht ein bisschen was, aber nichts. Ja, muss das aufdecken oder ist schon komplett aufdeckt? Okay.
Ich hab's im rechts geklickt und dann war sie komplett aufgeregt. Ich hab einen Unsicht. Hier, wo vorne. Ah, die Mappe, okay. Ja, wir haben alle Bot gekriegt. Soll ich mal in die Stadt schauen oder gleich da umschwimmen? Ich glaub gleich umschwimmen, oder? Jo. Ja, und irgendwas an Schatzkisten. Ja, ich das Boot gehen. Ich schau mal gerade ein bisschen auf die Schiffe, ob da irgendwas ist. Ich hab Angst um mein Boot, wenn ich irgendwo da gegen fahre. Ja, vor allem beim Aussteigen meistens schießt ihn weg. Ja, ausgestiegen, weggeschossen. Hin. So, ne. Ich steige mal kurz bei der Kiste aus und das Boot ist hin. Danke. Zweitausend Jahre später. Yo Leute, ich hab's angefunden. Wo? Wo? Ja, unter der Insel. Da war ich die ganze Zeit. Ja, ich bin da überall durchgegangen. Was soll da gewesen sein? Ja, ich bin da solche Luftblasen hinaufgegangen. Also solche... Die Dinger. Ist da irgendwo vielleicht eine Luft, sonst verrecke ich. Komisch ist, sie sind die Kisten nicht wirklich durch das Deck zu fallen. Ich nehme mir da mal kurz den Kopf raus und schau, dass ich. Wo ist denn die nächste Luftblasen? Ich weiß es leider nicht. Das Witzige ist aber. Ja, ich stehe jetzt echt. Glaube ich. Eineinhalb. Ein halbes Herz, halbes Herz. Oh, oh. Das Witzige, ich war sogar in dem Gang drinnen vorher. Ja, ja. Nicht gesehen. Ja, wie auch immer, habe ich noch gebaut. Ja, was hat sich noch Baumling und Schalter drüber gaffen werden sollen? Ja, bin ja. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Runde gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal am Wanderberg. Tschüss. Ciao.